Tango. Das bedeutet Hingabe, Ausdruck und Sinnlichkeit. Passt so ein Tanz zu einem christlichen Gottesdienst? Till Bauer ist Pfarrer in der Steiggemeinde in Stuttgart und veranstaltet bereits zum dritten Mal einen Tango-Gottesdienst. Wir schauen uns das heute mal aus nächster Nähe an. Tango als Tanz und Glaube, wo ist da die Gemeinsamkeit? Da gibt es viele Gemeinsamkeiten. Für den heutigen Gottesdienst haben wir uns das Thema Bewegung herausgesucht und gehen den in den unterschiedlichsten Facetten nach. Natürlich von der Tango-Musik her, die bringt uns in Bewegung beim Tango-Tanzen. Das ist schon ja, in der Musik natürlich mitgegeben. Dann vom Theologischen her, Jesus hat eine Bewegung gegründet und der Heilige Geist bewegt uns. Was fasziniert dich denn am Tango? Der Tango beschäftigt mich schon seit längerem. Vor 13 Jahren habe ich Tango-Tanzen angefangen, der Tango-tanzende Till. Ich habe da auch meine Frau kennengelernt und von daher war Tango schon immer ein Teil unseres Lebens. Ja, und dann bin ich Pfarrer und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt der Pfarrer Bauer und der Tango-tanzende Till zusammen? Ich kann es auch vielleicht so ein bisschen sagen, wie es gibt ein Standbein und ein Spielbein. Mein Standbein, das ist der Pfarrer Bauer. Und der geht mit der Frage, wie kann ich das Urchristliche verbinden mit Dingen, die mich schon immer bewegt haben, wie zum Beispiel das Tango-Tanzen. Jetzt ist ja der Tango nicht gerade bekannt als ein Kirchentanz. Wie groß waren denn die Widerstände in der Gemeinde vor dem ersten Tango-Gottesdienst? Die waren nicht groß, weil die Gemeinde und auch der Kirchengemeinderat kennt mich. Und wenn die wissen, dass der Till Tango tanzt, dann wissen sie auch, dass der Pfarrer Bauer gut damit umgeht. Und was die Besucher zum Tango-Gottesdienst sagen, das hören wir uns jetzt an. Ich fand das eine sehr schöne Bereicherung von einem Gottesdienst. Tango gehört ja zum Leben. Deshalb passt er auch zum Gottesdienst. Ich verstehe, dass es eine gute Möglichkeit ist, um Leute zum Gottesdienst und in die Kirche zu bringen. Aber meiner Meinung nach, wenn man wirklich streng gläubig ist, dann kann man mit einem Gottesdienst ohne viel drumherum mehr anfangen, weil es da einfach viel mehr um Stille und solche Sachen geht. Ob ich jetzt ein Gospel singe oder Tango tanze, wo ist denn der Unterschied? Ich genieße einfach, dass ich leben kann. Und das habe ich geschenkt bekommen. Ich selber würde sagen, ich bin durch den Tango auch wieder stärker an den Glauben herangekommen. Also für mich hat es wirklich Auswirkungen gehabt. Ja, das Konzept scheint aufzugehen. Jetzt Till, damit ich für den nächsten Gottesdienst besser vorbereitet bin, habe ich noch eine Bitte an dich. Würdest du noch ein wenig Tango mit mir üben? Wir können es versuchen. Ja, schön. Ja, das klappt doch schon viel besser.